Was geht ab, meine Ozi-Fighter Ozeri? Und heute schauen wir uns zwei interessante Charaktere an in ihrem 100% Showcase. Zum einen ist es der auf der linken Seite, der Free-to-Play EZA Genki Dama Goku, und zum anderen der auf der rechten Seite, der physisch Super Saiyan Goku GT, der letztlich erst mit dem Release vom LS Super Saiyan 4 Goku sein Dokkan Awakening bekommen hat und danach auf jeden Fall weitaus besser wurde als ja, die Version zuvor. Gucken wir uns erstmal auf der linken Seite die ganzen Informationen zu dem Genki Dama Goku an, Freunde. Nach seinem EZE gibt er der Shadow Dragon Saga Kategorie Ki plus 3 HP Attack und F77% oder in Charakteren Ki plus 3 HP Attack und F50% mit seiner Super Attack macht er hier an der Stelle Supreme Damage und erhöht die Verteidigung aller Verbündeten für 30% für eine Runde. Die Passive sieht dann folgendermaßen aus, Freunde. Vollends EZE bekommt er für jeden Keyset, den er einsammelt, auf den Angriff und auf die Verteidigung 12%. Und zusätzlich dazu bekommt er pro Rainbow Orb, den er einsammelt, je Rainbow Orb dann in dem Fall, gibt nur 2 auf den Angriff zusätzlich 20% drauf. Also Rainbow Orbs will man mit ihm auf jeden Fall einsammeln. Die Sache ist die, wenn er gegen einen Shadow Dragon Saga Gegner kämpft, dann sorgt er selbstständig für Rainbow Orb, indem er eine zufällige Anzahl von Farbe von Orbs in Rainbow Orbs ändert. Linkskill hat er an der Stelle All in the Family, Saiyan Warrior Race, Experience Fighters, 10% auf den Angriff sind wichtig, nehmen wir auf jeden Fall an. Prepare for Battle, Saiyan Pride, das ist der erste Goku mit Saiyan Pride, sind 15% auf den Angriff, freut mich, wirklich, das ist wirklich der erste Goku, wenn mich alles solche, der Saiyan Pride hat, GT und Shattering the Limit. Und in den Kategorien ist er vertreten Shadow Dragon Saga, Pure Saiyans, Gokus Lineage. Ich habe ihn im Dupe System auf 15 Crit gebracht, 6 Additional Attack und 5 Dodge. Auf der anderen Seite, jetzt wie gesagt, unser Boy, physisch Super Saiyan Goku GT. Vielleicht liegt er bei dem einen oder anderen in der Box rum, weil mit ihm konnte man zuvor kaum was anfangen, ja. Der hat den konstanten Boost, aber nach seinem Dokkan Awakening ist er auf jeden Fall nützlich. Mit seinem Leader Skill gibt er jedem Typus Ki plus 2 HP Attack und F70%. Er erhöht seinen Angriff durch die Super Attack und macht Supreme Damage. Und die Sache ist die, das kann sich stacken. Dieser Boost sollten 30% sein für, also jedes Mal, wenn er quasi Super Attack tut, er seinen Angriff um 30% stacken. Das ist eigentlich, sagt man, permanent, also unendlich, aber es hat eigentlich schon eine Begrenzung. Es sind 99 Runden, aber ein Event geht halt nicht so lang, aber er stackt halt jedes Mal, um es einfach zu sagen, seinen Angriff um 30%, wenn er eine Super Attack startet. Passive jetzt, die Passive ist wirklich sehr, sehr schön. Wie? Also die Passive haben sie einfach nur genial geändert. Er bekommt Ki plus 3 und auf den Angriff 100%. Wenn die Ki 9 oder drüber sind. Was hat es mit solchen Passive auf sich, Freunde? Nun, wirklich, man soll das so nehmen, wie es da steht. Das heißt, wenn dieser Boy 9 Ki hat im Kampf, also wenn ihr mit ihm 9 Ki habt, nachdem die Orbs eingesammelt habt, dann bekommt der Ki plus 3 dazu, also tut er Super Attacken. Heißt, ihr braucht nicht unbedingt 12 Ki bei ihm, 9 Ki reichen. Er bekommt eine Ki plus 3 und dann 100% Angriffboost an der Stelle. Kann damit auch Super Attacken, wie gesagt. Bekommt aber zusätzlich auf die Verteidigung 120% drauf und hat eine Medium-Chance, einen kritischen Treffer zu starten, nachdem er einen Super, also nachdem er eine Super-Attack gemacht hat, für 4 Runden. Diese Medium-Chance sind 40% Crit-Chance, damit er quasi critten kann, also 40% Crit-Chance, um es einfach zu sagen. Aber das hört sich erstmal richtig krank an. Die Sache ist jedoch, es ist auch so, wie es da steht. Nachdem er einen Super, also nachdem man Superangriff, warum, ich weiß, warum mein Kopf gerade die ganze Zeit Superangriff sagen will, es tut mir leid, nachdem eine Super Attack gestartet hat, erst nachdem hat er quasi für 4 Runden dann eine 120% Verteidigung und für 4 Runden eine 40%ige Chance zu critten. Das heißt, nehmen wir an, Runde 1, er ist in der Runde 1, tut Super Attacken. Durch die Passive kann er noch keinen Crit starten und durch die Passive bekommt er diesen 120% Boost mit der Super Attack noch nicht, sondern nach der Super Attack. Heißt, in der ersten Runde hat er diesen Passive Teil nicht. Erst wenn er wieder reinkommt, wenn wir ihn in der Rotation lassen, dann ist das logischerweise die dritte Runde. Und in dieser dritten Runde hat er quasi diesen Passive Teil mit 120% Verteidigung und eine 40%ige Crit Chance. Und dann logischerweise, wenn er wieder reinkommt, ist es aber dann die fünfte Runde. Heißt, danach kann er es wieder starten, aber 4 Runden sind dann schon vergangen, also müsste er es wieder starten. Heißt im Endeffekt, wenn man ihn in einer Rotation hält, dann tut dieser Passive-Teil sich einmalig triggern.
wenn man ihn in der Rotation hält. Wenn man ihn rausrotiert, dann auch einmalig, weil er kommt in die vierte Runde rein. Deswegen hat man sich für diese vier entschieden. Also mit der allerersten Super Attack, Freunde, tut er noch nicht kritten durch die Passive. Deswegen bin ich mit ihm, eigentlich gehe ich bei Physik-Charakteren auf 15 Crit, 11 Additional Attack, aber da er schon eine Chance hat, die Passive gibt ihm die Chance, dass er critten kann. Auch wenn es einmalig ist in der dritten Runde, wie gesagt, wenn man quasi ihn in der Rotation hält oder an sich einfach einmalig, passiert das auf jeden Fall, wenn ihn rausrotiert oder drin lässt. Zur Klarstellung, mit einmalig meine ich nicht einmalig pro Kampf, sondern einmal in diesen vier Runden. Danach kann sich diese Passive wieder triggern und er kann wieder einmal in diesen vier Runden critten mit einer 40%igen Chance und hat diese 120% Verteidigung. Da hat er diesen Vorteil, deswegen bin ich nicht komplett auf Crit gegangen, ich bin auf 14 Additional Attack gegangen, 12 Crit, so viel zu der Passive. Links ist ein Golden Warrior Saiyan, Lineage Super Saiyan, All in the Family, GT, Prepare for Battle, Fierce Battle. Er ist in der Kategorie vertreten, Pure Saiyans, Goku's Lineage. Wir werden beide in der Goku's Lineage Kategorie probieren in diesem Setup und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich in einem Event wieder. Alles klar, Freunde, und wir sind im Event von Omega Shenlong. Ich wollte gerade Shadow Dragon und Omega Shenlong sagen, warum? Wegen der Shadow Dragon Sakatur, also wegen der Passive von dem Free-to-Play Goku. Und, oh, warte mal, ich glaube, hier macht ein Linkskill mehr Schaden. Das sollte. Ah, ne, Shadow Dragon Saga. Ne, nicht Shadow Dragon Saga Charakter. Moment, doch. GT-Linkskill, logisch. GT-Linkskill macht hier mehr Schaden. Die Sache ist jetzt folgende: Warte mal. Das habe ich ein bisschen dumm gemacht, weil der Free-to-Play Goku kommt leider erst in. Der ist ausgerottet, kommt dann hier rein, aber so. Mit der Passive, oh, 1 Million jetzt schon. Mit der Passive kann er hier nicht critten, aber durch das Dupe-System logischerweise schon. Ich habe es ja gerade geklärt, wie das mit der Passive funktioniert. Aber er hat jetzt eine Super-Attacke gestartet. Ich weiß verdammt nochmal nicht, warum mein Gehirn gerade Super-Angriff sagen will. Ich hatte so eine Phase auch mit Dragonstone. Auf einmal wollte mein Gehirn Drachenstein sagen. Sorry dafür, deswegen kam ich da am Anfang ein wenig raus, um ehrlich zu sein. Jedenfalls. Jetzt aber, wenn er wieder in der Rotation ist oder in der dritten Runde, wenn wir wieder haben, dann hat er diese Chance von der Passive auch. Und die Sache wird separat angeschaut. Moment, wie mache ich das hier am besten? Ich mache das Ganze mal einfach so. Was meine ich damit? Damit meine ich, ich merke gerade, die ganzen Charaktere werden die zerfetzen, weil der GT-Links sehr effektiv ist. Was meine ich damit? Heißt zum Beispiel, jetzt wenn der Goku wieder reinkommt, der fühlt Super Saiyan Goku, dann schaut man erst rein, crittet er mit der 40%igen Chance von der Passive. Wenn ja, dann ist es ein Crit. Wenn nein, schaut man in das Dupe-System. Und da hat er quasi, so wie ich ihn gegeben habe, eine 24%ige Chance zu critten. Genau, so läuft das Ganze. So, jetzt. Okay, gut, das ist ein Strength-Type. Das gefällt mir. Warum? Denn, oh, okay, das gefällt mir nicht. Aber ich habe Sensubin. Ich muss zum einen die Rotation ändern. Ich habe Tora mit am Start, weil er Supporter ist. Gibt plus 3 Attack, plus 30%. Er hat aber auch Same Pride für den Free-to-Play-Goku. Und habe ich noch Super Saiyan 3 Bardock mitgenommen, weil er hat Experience Fightless für den Easy-Goku. Und wenn unsere HP 70% und drunter fallen, das gucken wir mal, ob das Ganze funktionieren wird, dann gibt es Super Class mitten noch einen 40% Boost und LRB Pan. Mit ihrer Active Skill tut sie auch supporten, 33% für eine Runde. Die Sache ist jedoch, in Reddit gab es wirklich einen sehr schönen Beitrag, Freunde. Ich werde den Beitrag in die Beschreibung setzen. Da hat einer ausgerechnet, wie das mit B-Pans Passive funktioniert, der Boost. Denn da sie das ja mit der Active Skill triggert, ist es nochmal separat. Es ist davon abhängig von Charakteren, die von der Passive in der Passive steht. Zum Beispiel bekommt zum Beispiel LR Goku Attack plus 80% at Start of Turn. Das gilt nur für at Start of Turn Charaktere, aber je höher dieser Angriff Boost bei diesen at Start of Turn Charakteren ist, so wo ist die Passive hier, bei diesen at Start of Turn Charakteren ist, desto höher wird der Support Boost von LRB Pans Active Skill. Gilt wie gesagt nur für at Start of Turn Charaktere in der Passive. Aber ja, okay. Hier haben wir jetzt an der Stelle, also hier haben wir jetzt die 120% Boost von der Verteidigung, weil er schon einen Super Attack gestartet hat. Und hier haben wir jetzt auch quasi in der Passive die 40%ige Crit Chance. Mit dem Boy wollen wir so viel Rainbow Orb wie möglich einsammeln, aber auch Key Orbs an sich. Für Rainbow Orb bekommt er zusätzlich 20% drauf, für jeden Key 12% auf den Angriff. Gucken wir uns das Ganze mal an, was für einen Schaden die Drachen macht. Okay, sehr gut, dass er uns angreift. Sehr schön. Jetzt sind wir unter 70%, Bart, sehr gut. 1,16. Krittet er? Scheiße. Okay, er krittet, aber die machen hier zu viel Schaden, haben wir ja schon überlegt, das ist gar nicht. Nicht schlimm, danach werden wir nochmal ein Event reingehen, um mal zu. Ich gehe danach mal in ein Event rein, wo wir nicht gegen einen Shadow Dragon Charakter kämpfen. Und im Event vom neuen LR Super Saiyan 4 Goku, ja, Logo.
Die sind ja beide in der Shadow Dragon Kategorie, deswegen ist das eigentlich das bessere Event, um die zwei Jungs Show zu casen. Deswegen passt das, weil der GT Link Skill macht hier nicht viel mehr Schaden. Also passt das auf jeden Fall hier an der Stelle. Wie gesagt, jetzt er ist zum ersten Mal drin. Jetzt kann er durch die Pässe noch nicht kritten mit der Super Attack. Erst danach, nachdem er wieder reinkommt. Ich glaube, das haben alle verstanden, wollte ich es nur einmal erwähnen. Er hat jetzt auch vieles Battle mit am Start. 1,2 aufgerundet, 1,2, sehr schön. Aber er kann natürlich durch den Dupe System kritten. Ja, das ist immer noch dabei. Ah, ich hätte vielleicht reingucken sollen. Ja, ich wollte mir das merken. Ich hätte die Passive angucken. Die Verteidigung anschauen sollen. Was für eine Verteidigung der da hatte. Na gut, dieser Boy, also gegen den wir gerade kämpfen, ist noch nicht in der Shadow Dragon Saga. Deswegen haben sich die Rainbow, also er hatte der Issei Goku nicht für Rainbow Orbs gesorgt. Aber der LR Goku in den nächsten Runden wird dann auf jeden Fall in der Shadow Dragon Saga sein. Freunde, wenn euch das Ganze bis jetzt schon gefallen hat, dann könnt ihr dem Ganzen gerne auf jeden Fall ein Like geben. Und vielen Dank für die ganze Unterstützung in der letzten Zeit. Wir gehen wirklich gerade steil. Also vielen lieben Dank dafür, Freunde. Wenn ihr das Ganze weiterhin unterstützen wollt und neu seid, könnt ihr dem Ganzen auch gerne ein Abonnement geben, sag ich mal. Auf den Abo-Button klicken, Freunde. Und die Glocorino aktivieren, falls ihr in Zukunft nichts verpassen wollt. Okay. Wir haben jetzt Tora am Start. Ich behalte mal Tora, weil der dann 10 Pride hat für den Issei Goku, der hier dann gleich reinkommen wird. Und Bardock hauen wir mal raus. Gucken wir mal, ob wir da unter 70% kommen. Pan hebt uns halt hoch. Pan habe ich trotzdem mitgenommen, wegen ihrem Active Skill, um zu sehen, wie gut sie die Charaktere supportet, die beiden Jungs. 1,45, sahen sie mal alleine an. Viel, viel besser auf jeden Fall. Und Crit ist durch. Und Additional Attack. Sehr schön, sehr schön. Dieser Crit könnte jetzt, wie gesagt, von der Passive sein oder vom Dupe System. Man guckt erst in die Passive rein, 40%. Ja, wird es getriggert. Dann ist ein Crit, wenn nicht, dann geht mein Dupe System. Aber die Edition Attack war vom Dupe System. Deswegen war es doch cool, wenn ich da auf also 14, 12 trotzdem noch ein bisschen Crit gegeben habe, aber mehr auf Edition Attack gegangen bin. Hat mich gefreut, sehr cool, dass ich es gesehen habe. Okay, dann Bipan raushauen, weil wir wollen den Active Skill sehen mit den zwei Jungs. Ja, die sollen man gar keinen Schaden machen. Wenn der AGL Goku das überlebt, dann ist auf jeden Fall auch in unserem Sinne. Und genau, was dann noch sehen würde gerne, wenn es zustande kommt, es wird schwierig jetzt, dass sie unter 70% fallen. Ich glaube, das wird schwierig sein. Aber nicht schlimm, wir hatten einen B-Punts, Passive auf jeden Fall, aber die Sache ist ja, die zwei Charaktere haben ja nicht diese Add Start of Turn Passive, also sollten das diese 33% sein, mehr oder weniger. Bei dem Physisch Super Saiyan könnte es vielleicht ein bisschen mehr sein, weil der bekommt sie dann auf einen Schlag, wenn er 9 Ki hat. Das ist mehr oder weniger Add Start of Turn, sag ich mal. Die, okay, stopp. Ah, jetzt haben wir, sehr schön, sehr schön. Jetzt haben wir noch Same Price. Okay, ich muss ihn da einstellen. Ich muss diesen Füßhook jetzt leider raushauen. 2,62. Was? 2, ja, doch, natürlich. Same Price am Start und Tora gibt ihn da besseren Boost. Machen wir das Ganze mal so. Ich muss den leider raushauen, den Boy. Ah, nicht schlimm, aber von dem haben wir was Gutes gesehen. Jetzt gucken wir von dem Issei Goku an, auf was da kommt. 1,58, aufgerundet 1,6, sehr schön. Wirklich sehr, sehr schön. Für ein Free-to-Play-Unit. Leider kommt da kein Crit raus, Logo, da macht nicht so viel Schaden, weil wir im Dokument von Goku sind. Wie ist die Verteidigung bei ihm? Oh gut, die ist gut, tatsächlich. Gerade, okay, 58.000 von der Super-Attack aus so einem Event ist wirklich gut getankt. Das ist echt gut. Und dann gucken wir uns mal, was der physische macht. Leider müssen wir jetzt rausrotieren, aber ja, ging nicht anders. 1,3, sehr schön. Ohne Super Saiyan, ohne 4 Battle nehmen wir auf jeden Fall an. Aber von dem haben wir was Gutes gesehen. Das freut mich auf jeden Fall. Okay, halt zum Schluss. Schauen wir uns dann noch Bardock wieder raushauen. Mit Pants Active Skill uns das Ganze an. Ah, jetzt hätte ich eigentlich lieber beide in einer Rotation gehabt für Pants Active Skill. Vielleicht kommt es ja noch dazu. Wäre cool. Ich kann es mir, glaube ich, aufheben, weil dann könnten wir von beiden sehen, wie das Ganze funktioniert. Was für einen Schaden die rausmachen oder rausholen dank Pants Active Skill. Ich meine, wir haben jetzt einen guten Vergleich, weil wir hatten beide mit Tora in der Rotation. Tora gibt 30% und Pants Active Skill, wenn es bei einem von beiden ein bisschen anders wirkt, dann sollte da mehr stehen. Also deutlich mehr stehen, weil sie gibt ja 3% mehr durch den Active Skill, als da dran steht. Aber da bin ich auf jeden Fall drauf gespannt. Dann gucken wir uns das Ganze auf jeden Fall am Ende noch an, wie das Ganze verlaufen wird. Und der hat es überlebt, sehr schön, weil so können wir unsere Rotation wieder zustande bringen. Also Pan behalte ich mal an der Stelle mit dem Goku, weil wenn hier dann der Physik-Goku hier in den Endeffekt wieder reinkommt, dann ist das in unserem Sinne. Am besten soll ich mal für die Rotation und dann sehen wir uns gleich wieder. So, jetzt habe ich die Rotation hinbekommen, aber eine der beiden wird ihn, glaube ich, zerfetzen. Oh mein Gott, da sind wieder so schöne Rainbow. Sind das 5 eine Reihe?
Krank! Seht ihr, das kommt vor. Selten, aber es kommt vor. Aber die Sache ist, die will ich das. Hier bekomme ich 4 und zusätzlich dazu noch 2. Also, weil der bekommt ja für die Rainbow zusätzlich 20% drauf und für weitere, für jeden anderen Orb bekommt er 12%. Also hätte ich 4 Stück, dann wären wir bei 80% und dann bekommen wir 2 Stück, 24. Und hier hätten wir dann, ja, hier kommen wir ein bisschen mehr drauf, hier kommen wir ein bisschen mehr drauf, dann nehmen wir das Ganze ein. Also, weil ich, wenn ich nur die Rainbow nehmen würde, dann hätte ich hier 100% laut der Passive und so bekomme ich einen Ticken mehr. Deswegen machen wir das Ganze mal so. Was wir aber gleich beobachten werden ist, wie ich aktiviere gleich Pans Active Skill. Wir gucken uns mal kurz 173.000 Angriff an der beiden Charaktere, 173.000 für den ICA und 213.000 für den Physisch Super Saiyan Goku. Jetzt nach Pans Active Skill, was dieser Boost ausmacht. Auf der Anzeige, weil ich glaube, eine von den beiden wird den wegfetzen. Und wir haben hier 230.000, 284.000. Okay, nice. Dann gucken wir uns das Ganze mal an, wie das Ganze jetzt verlaufen wird, was auf dem Radar bei ihm steht. 1,4 aufgerundet. Okay, 1,4 aufgerundet. Ja, bei dem merkt man es. Das ist ja kein Ed-Star of Dunn-Charakter. Das kommt von dem an Toda ran. Sehr schön, jetzt auch noch überlebt. Und bei dem anderen bin ich jetzt gespannt. Oh, habe ich überhaupt Leben? Aber der sollte das gut tanken. Der sollte das gut tanken. Ja, also gut getankt hat es nicht, aber wir haben es überlebt. Was hat der? 1,64, ja okay, genau. Also wie gesagt, wie in dem Beitrag, das zählt wirklich nur für die Ad Start of Turn Charaktere und die Additional Attack ist noch am Start. Ich werde den Beitrag in die Beschreibung setzen, wenn euch das Ganze interessiert. Zusammengefasst, die zwei Units sind wirklich sehr gut. Der eine ist free to play und er macht seinen Job wirklich solide. Der andere hat ein wirklich sehr, sehr gutes Awakening bekommen, Freunde. Ich hoffe, das Ganze hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den ganzen Like und wir sehen uns das nächste Mal. Peace. When I pull up at your girl, mommy wanna be my world. You a man, bro, don't you cry. I'ma get her back after I'm done, next time you ain't won't be alright.